So, willkommen bei Digimon World. Wir sind noch immer beim Angeln. Und diesmal werde ich mir diesen Fisch holen. Diesen vermaledeiten. Ich muss einfach nur vor seinem Mund sein. Also vor seinen Augen. Dann geht das schon. Nicht Leine gerissen. Ja, nein, ich pause. Zumindest habe ich jetzt eine Technik. Also, wie ich es fange. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich es an Land ziehe. Ah, verdammt. Na komm schon. Okay, ich glaube, ich bin zu weit weg. Machen wir es so. Dann halt so. Mist! Dass das so punktgenau sein muss, das ist echt extrem. Boah. Ja, und so wird es schon gar nicht sein. Ja, und jetzt beißt es wieder nicht an. Komm schon, du langes Ding. Das gibt es nicht. Jetzt beiß endlich an, du. Da sehe ich deinen Arsch. Zu früh. Wie kann das zu früh sein, wenn er nach unten geht?
Ich glaube, ein, zwei Versuche mache ich noch, dann werde ich passieren und dann wieder einschalten, wenn es dann wieder zu früh. Aber ihr habt es doch gesehen, dass es so funktioniert, oder? Einmal hat es funktioniert und da, weiß ich nicht, ging die Schnur. So. Ruhig, 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 ruhig. Wie beruhigt sich die Leine? Nein! Ey, wie kann ich die Leine beruhigen? Das geht. Das Digimon geht immer weiter weg. Ja, jetzt wisst ihr schon, dass das ein Digimon ist und kein Fisch. Ey! Wie scheiße ist das? Boah, es kann jetzt lange dauern. Warten wir mal, warten, warten. So. Es schaut, selbst wenn ich anziehe, geht es immer weiter weg. Ich glaube, jetzt habe ich so eine Technik gefunden. Ich darf nicht immer drücken, sondern so Button-Mashing-like. Dann geht's einigermaßen. Ey, das könnte was werden. Das könnte was werden, Leute. Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Jetzt nicht so gierig werden. Jawohl! Was zum? Oh nein, der Hüter des Sees. Tja, ich bin Seedramon. Du bist also der eifrige Angler. Nun denn, hast du eine Bitte? Wie? Ich begreife, warum man dich Hüter nennt. Ja, ich habe eine Bitte. Sagen wir, ich möchte dein Freund sein. Ist gut, gerne. Wir sind jetzt Freunde. Hier ist meine Flöte als Beweis. Hüter, blaue Flöte erhalten. Wenn du beim See auf der Flöte spielst, komme ich und trage dich ans andere Ufer. Dann komme ich also rüber. Toll, danke dir. Hinter dem See liegt ein seltsamer Wald. Möchtest du gleich dorthin? Oh ja, das möchte ich. Spring auf meinen Rücken. Ich hätte eine Technik lernen können, eine Eistechnik, aber das war es mir wert. Jetzt sind wir im Käferland. Leute, wir sind im Käferland. Das sind Tentomon. Ich glaube, von denen könnte ich sogar Käferdacken lernen. Aber das will ich jetzt nicht. Da will ich hin. Beziehungsweise eigentlich in eins dieser Häuser. So, du vielleicht? Ich möchte Kabuterimon besiegen, aber wie?
Also sowohl Quagmon als auch Kabuterimon kann man halt, wenn man die richtigen Antworten gibt. Aber was ist denn jetzt die richtige Antwort? Du musst kräftiger werden. Es gibt eine ganz sichere Methode. Üb weiter. Sagen wir einfach, du musst kräftiger werden. Na gut, ich werde trainieren. Das war's. Ich möchte... Aber wie? Es gibt eine ganz sichere... Toll, dann trainiere ich dich. Oh, komm einfach in die Stadt. Du bist aber nett. Ich zieh in die Stadt. Jawohl! Quagmon zieht in die Stadt. So, und gleich ins andere Haus. Oh, ich möchte schlafen. Sonst noch irgendetwas? Ne. So. Und Kabuterimon. Wir erforschen Techniken. Die höheren Techniken sind schwer zu erlernen. Mit dem richtigen Talent könntest du die höheren Techniken erlernen. Probierst du es? Natürlich, gerne. Dann versuche ich es mal. Deine Abwehr ist schwach. Du solltest... Ach ja, genau. Das gibt's ja auch noch. Da muss ich, glaube ich, 500 Abwehr haben oder so. Damit ich eine neue Technik lerne. Ich langweile mich beim Training. Was rätst du mir? Was ich dir rate? Wo trainierst du denn? Ist das ein Trainingslager oder ist es eine Arena? Ist das ein Trainingslager? Ich habe das Training satt. Ich möchte richtig kämpfen. Okay. Was ich dir rate. Oder ist das nur eine Arena? Da will ich hin. Dort werde ich auch trainieren. Kabuterimon zieht in die Stadt. Ja. Fein, fein, fein. Und was sagst du mir eigentlich? Das Turnier der Insektenkrieger findet jedes Jahr hier statt, und zwar an Tagen mit Zweien. Der Sieger hält was Tolles. Kann aber nur Insekten-Digimon teilnehmen. Aber heute haben wir keinen Tag mit Zweien. So, dann werde ich mal zurück in die Stadt gehen. Oder warte, machen wir einen Kampf mit, gegen diese Kabuterimon. Ah, Kabuterimon. Gegen die Tentomon. Schauen wir mal, ob wir neue Techniken lernen. Hä? Da ist gestanden Dokunemon. Na egal. Vielleicht ist das vom Spiel so programmiert, dass Tentomon eigentlich nur ein Skin von Dokunemon ist. Nein, es ist kein Skin. Denn das kann neu. Oh. Mama! Hau ab! Fuck, was war das denn? Komm, Autopilot.
Das werden wir gleich sehen, wie viel es bringt, dass wir diese beiden jetzt hier haben. Wo sind sie denn eigentlich? Da ist eines. Ich wäre in der Stadt. Ich war in der Stadt, aber dort war es mir zu ungemütlich. Also bin ich hergezogen. Ich habe die Geräte verbessert. Probier sie unbedingt mal aus. Und da ist Kuwagemon. Ich war in der Stadt, aber dort war es mir zu ungemütlich. Also bin ich hergezogen. Ich habe die Geräte verbessert. Probier sie also unbedingt mal aus. So, ja, dann probiere ich mal gleich das den IQ-Trainer aus, damit ich. Da war jetzt irgendwas mit Wiederholung. Egal. Was war das? Warte mal, hat es jetzt trotzdem nur 8 gebracht? Habe ich eigentlich heute schon das Fleisch geholt? Okay, heute geht's mir gut. Heute schenke ich dir 5. Sehr schön. Aber ich habe jetzt nicht ganz kapiert, warum ich nur 8 bekommen habe. Vielleicht ist es ja nur bei einem Extra-Versuch so. Jetzt drücke ich mal nicht so schnell weg. Schildtraining. Daniels Hörsaal. Wiederholung. Das kenne ich ja schon. Nochmal. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Und da haben wir es. Metall Mamemon. Unser erstes Ultra-Digimon. So. Nachher schaue ich mir gleich die Werte an. Weil, selbst wenn ich keinen Wert trainiert hätte, sobald es Ultra wird, dann hat es sowas wie Mindestwerte, die es hat. Die sind für ein Ultra-Digimon natürlich mehr als genial. Seht ihr das? Seht ihr das? 2500, 2500 sind noch die schlechtesten. 400, 400, 400. IQ ist 393. Da werde ich mal einmal kurz trainieren, damit es auf 400 kommt. Halt durch. Sehr schön. So, Techniken wird es aber jetzt nicht so viele kennen, weil es lernt dann doch Kampf. Kann es Kampfschrei? Ja, zumindest Kampfschrei. Nur dicke Lippe und Kampfschrei. Da werde ich jetzt mal. Moment, wie viel Zeit haben wir denn noch? Okay, nur noch eine Minute. Da werde ich jetzt nach dem Part nachsehen, wo ich denn diese Attacken am besten lernen kann. Also diese Kampfattacken und die Mech-Attacken. Alter, ich habe einen Ultra-Digimon. So, Fleisch werde ich noch holen, dann werde ich den Part beenden. Also Kampftechniken kann ich mir vorstellen, dass ich halt von den Gotzumon viele lerne. Oder halt auch von den Moyamon oder so. Also von diesen Dschungel-Moyamon. Die haben sicher auch ein paar Kampftechniken. Aber Mech-Attacken werde ich eher wohl nur in der Fabrikstadt lernen. Zu der ich noch nicht kommen kann. Weil mir noch etwas fehlt. So,
Ja, also dann danke ich mal fürs Zusehen und nächstes Mal schauen wir mal, wo ich Attacken lernen kann und dann werdet ihr sehen, wie mächtig dieses Digimon ist. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Digimon World. Ciao, ciao.